So, leider habe ich mal gerade etwas zu weit geklickt. Ihr könnt euch noch erinnern, nicht an diese Schriftrolle, sondern an das andere Stück Papier, was ich da hatte, das mit diesem, mit dem Frosch, Blut eines Frosches, Kopf eines jungen Mädchens oder irgendwie sowas. Das habe ich genommen und eben hier mal auf die Schreibmaschine geklickt, just for fun. Und das ist dabei rumgekommen. Mal gucken, was wir da kriegen. Ah, guck mal. Ach so, okay, das ist das Rezept für die, Frauen. Also für die beiden Mädels da, für diese Zwillinge. Und sie hat das jetzt geändert in Haar von deinem Kopf. Ah, interessant. Verloren in der Dunkelheit, verloren in Tränen, bla 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 bla. Das wollen ja die beiden Mädels anscheinend beschwören. Und wir wollen das natürlich, wollen was anderes beschwören. So, genau, okay. In Ordnung, gut, dann sind wir da auch einen Schritt weiter. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen können. Warte mal. Ich musste doch untersuchen. Herz eines Frosches, Kopf einer jungen Frau, Haar und Blut einer schwarzen Katze, Pentagramm aus Asche, die verkohlte Leiche eines Fuchses. Herz eines Frosches. Wir können mal gucken. Ah! Da war doch gerade das... Scheiße, da war doch gerade das Mädel in dem Spiegel oben. Verdammt. Habe ich jetzt gerade eben erst aus dem Augenwinkel gesehen. Das klappt nicht. Sonst hätte ich ihm hier den Kopf abgeschnitten. Jetzt mal so nett, wie ich bin. Aber das funktioniert anscheinend nicht. Mit dem Messer werde ich auch eher wahrscheinlich die Haare abschneiden können müssen wollen. Gucken wir da nochmal rein, ob die Lütte da noch im Spiegel ist. Ob wir mit der reden können vielleicht. Da ist sie. Ein Spiegel. Aber warum ist mein Spiegelbild nicht da? Ja, hier war sie auf jeden Fall. Der Kopf einer jungen Dame. Auf jeden Fall waren die beiden mal getrennt. Und jetzt sind sie zusammengenäht anscheinend. Uff, jetzt hängen wir wieder hier irgendwo. Was haben wir denn jetzt noch? Soda, Baking Soda. Wozu brauchen wir das denn noch? Backpulver macht weichen Teig größer und schöner. Damit meinen sie doch aber nicht... Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Nee. Dieser Chrom-Sieht benutzen... In diese Tasse kommt garantiert nachher der Trank. Der Trank, den wir da gerade brauen, das kommt garantiert da rein. Behaupte ich jetzt mal. Baking Soda. Was müssen wir denn noch machen? Verdammt, ich komme da jetzt nicht drauf. Wozu brauchen wir noch ein Messer? Ah! Friend, hier sind Dinge, die du brauchst. Hast du das Ritual gelesen? Ja, aber ich brauche mehr Zeit. Ich erinnere mich nicht an alle Worte. Nun lern schneller, sag Bescheid, wenn du fertig bist. Das ist ja garantiert das Herz von dem Frosch. Psst, ich glaube, du brauchst Hilfe, diese Tasche loszuwerden. Ich kann das tun. Aber vielleicht brauche ich sie noch. Nein, tust du nicht, vertrau mir. Wenn wir hier weg wollen, muss die Tasche verschwinden. Ich nehme sie, du hast mich nicht gesehen. Tschüss. Okay. Gut. Dass die Schwestern auch das hier nicht mitbekommen, dass wir uns hier mal ein bisschen was gekocht haben und hier so ein... Naja. Obwohl, wahrscheinlich freuen sie sich, dass wir das schon vorbereitet haben, weil das andere Rezept ähnelt dem ja. Mhm.
Ich werde mal das benutzen und den mal geben. Mal gucken, was sie dazu sagen. Hör mal zu, es fehlt etwas. Ich konnte euer Haar nicht in der Tasche finden. Ah, sagst du, man braucht kein Haar, das wissen wir. Schaut selbst. Hier steht es, im Rezept. Das stimmt. Wie konnten wir das nur übersehen? Na gut. Hier, jetzt bereite dich vor. Ja. So, damit, ich melde mich, wenn ich fertig bin. Dann werden wir mal schauen. Dann können wir uns ja hier nachher unser Süppchen brauen. Benutzen, kochen. Jetzt das Haar, gut. Gut, ich sollte das Mädchen sagen, dass der Trank fertig ist. Genau. So, habe ich was vergessen? Ich will nochmal reinschauen, nicht, dass ich tatsächlich was vergesse. Und fülle einen Kessel mit Wasser. Aufkochen. Über die Person gießen, die man verzaubern möchte. Und folgende Worte wiederholen, bla bla bla. Das kriege ich doch niemals zusammen. Ich will nicht hoffen, dass man das irgendwie noch vorlesen muss. Sonst drehe ich nämlich durch. Naja, ein bisschen. So, so schauen wir mal. Alles fertig, gehen wir in die Küche. Gut, fangen wir an. Ich bin so gespannt. Achso, wir müssen nach... Nee. Aber so einen kochenden Trank über sie gießen ist auch nicht so schick. Ich meine, mir ist es ja egal, aber... Bitte setzt euch und schließt die Augen. Das ist ganz schön gemein, dass wir jetzt... Tada, tada. Benutze den Trank mit Zwillinge. Kablupp. Mit kochend heißem Wasser bzw. dem Trank. Und jetzt sage ich die Worte. Oh Gottes Willen. Bonte Dingsbums. Backgame, was weiß ich. Backma. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Warte mal, das ist nicht der richtige Spruch. Du hast uns reingelegt. Oh. Okay. Wir können den Schlüssel nehmen. Was habe ich getan? Oh mein Gott, das ist nicht richtig. Weiß nicht. So, wir haben den Schlüssel. Ein goldener Schlüssel. Ich frage mich, ob er den Käfig öffnet. Garantiert, aber wir müssen dann auch mal schauen, ob wir dann überhaupt da hochkommen. Ich will mal eins probieren. Benutzen. In diesem Fall hilft es mir nicht weiter. Okay, hier können wir nichts weiter machen. Gut, dann versuchen wir mal... Dann versuchen wir mal auf den Dachboden zu kommen. Ich weiß ja nicht, ob die Mädels da schon wieder freigegeben hatten. Na, weiß ich natürlich nicht. Da kommen wir nicht, wahrscheinlich nicht ran, ne? Doch, jetzt kommen wir auch wieder ran. Sehr gut. Ach je. So, dann gucken wir mal. Benutzen. Was ist los, Fran? Öffne den Käfig. Ich kann nicht, der Schlüssel passt nicht. Oh nö, ne? Hast du noch einen Schlüssel? Hast du noch ein? Ah ja, noch hast du noch ein Schlüsselloch gesehen? Ja, ich sah eins. Mal sehen, ob er da passt. Gut, dann ist er für den Spiegel. Ich warte hier, beeil dich. Mach doch keinen Stress. Da, dann ist es mich garantiert für da. Jupp, jupp, jupp. Tada! Der Schlüssel war für das Schlüsselloch. Und was ist das? Ein Puzzle? Och nö, ich mag meine Mutter will nicht. Um Gottes Willen. Okay, ich behaupte mal, wir müssten... Huch, den kann ich nicht bewegen. Kann ich den bewegen? Den? Hä? Ich glaube, ich muss das öffnen, aber wie? Das hier? Ja, gut, okay, da wird wahrscheinlich der andere Schlüssel drin sein. Ich glaube, ich muss das öffnen, aber wie? Muss ich den...
Aber wie kriege ich das denn jetzt hier rüber geschoben? Oder muss ich die Zahnräder so dann darüber schieben? Das kann natürlich auch sein. Ach je. Kann ich das? Kann ich nicht. Wie kriege ich das jetzt darüber? Hoch, den kann ich nicht bewegen. Aha, okay. Der kommt sicherlich daran, schätze ich mal. Der kommt garantiert dahin. Und die anderen Zahnräder, auch die, die werden hier noch dazwischen sein müssen können. Oder ist der fest? Der könnte auch fest sein. Gucken, dass wir die hier irgendwie... Vielleicht hier so. Nee, das wird nix. Jetzt hänge ich hier fest. Da ist ein Zahnrad. Kriege ich die Verbindung hier hin? Ach je, das wird ja wieder ein Akt hier. Das wird ja wieder ein Spaß hier. Das muss ein Teil der Maschine sein. Ich kann es nicht bewegen. Was haben wir hier? Kann ich nicht bewegen. Ein mechanisches Ding, es dreht sich. Es könnte eine Art Motor sein. Aber wie kriege ich das denn jetzt? Das kann ich ja auch nicht verschieben. Also alles das, was grau ist, das kann ich auf jeden Fall nicht bewegen. Das ist schon mal klar. Die kann ich aber bewegen. Ich versuche nochmal eins. Ich werde das mal hier rüberziehen. Nee, das geht jetzt nicht. Wie kriege ich den jetzt da runter? Ach, guck mal, da ist ja noch ein Rad. Okay. Habe ich ja gar nicht so registriert hier oben. Okay, wo könnte ich das denn hinsetzen? Hier wahrscheinlich hin, ne? Kriege ich das jetzt dahin? Das vielleicht dahin? Oder das runter? Ich versuche das nochmal dahin zu kriegen. Das ist natürlich die Frage, kommt das dahin oder kommt das hier hin? Sollte auf jeden Fall überlappen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher hier unten hingehört. Das ist ja wieder herzallerliebst hier. Das ist wirklich herzallerliebst. Ich versuche das erstmal runterzukriegen hier. Warte mal, da können wir das so...
versuche mal eine Sache. Ziehen wir das erstmal hier runter, ziehen die alle nach. Das kommt garantiert hier hin. Das ist nämlich auch schon so auf der Seite versetzt. Ich behaupte noch, das kommt hier hin. Und das vielleicht dahin. Also eins von den Rädern kommt hier hin und das andere dahin. Das kommt dahin. Oder auch nicht. Oder könnte natürlich auch. Ah. Okay. Dann ziehen wir die mal weiter. So sollte das eigentlich funktionieren. Hoffentlich. Und dann muss ich sich noch einen weiter drehen. Ha, geht aber trotzdem nicht. Oder gehört das dahin? Das kann auch sein, dass das dahin gehört. Oh, heilige Mutter. Ach so, vielleicht können die drei, genau, vielleicht können die drei Zahnräder hier in eine Reihe, das da unten mit hin. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann würde sich das so drehen. Aber wie kriege ich denn den Krempel jetzt hier rüber auf die andere Seite? Das. Aha! Das. Tada! Schreib mich nicht so an! Ach, herrje, was ist das denn? Sind das die beiden Zwillinge, die wir gerade erlöst haben? Ist ja gut, ist ja gut. Was ist das? Was ist das? Zwei Skelette. Die sind irgendwie klein, finde ich. Ich kann mir vorstellen, wer die zwei sind. Das bin ich kein Mörder. Was ist das? Zwei Skelette. Ja, das haben wir eben schon. Ich kann mir vorstellen, wer die zwei sind. Dann bin ich kein Mörder. Ach so, dann waren die. Ja, okay, dann waren das vielleicht Geister oder so. Gucken, was haben wir hier oben? An den Schlüssel sacken wir uns erstmal ein. Ach, guck mal, da steht ja auch was passiert. Mutter muss sterben. Ach, herrje. Mutter muss sterben. Oh, eine zweiköpfige Puppe. Muss eine wirklich alte sein. Da steht auch eine 2 drauf. Duotin. Meine Pillen heißen auch Duotin. Aber das sind ja gelbe. Gut, lesen wir erstmal hier. Das Schwesternversprechen. Wir, Clara und Mia Buhalmet, versprechen hiermit für das unfaire Schicksal, das Idward uns angediehen ließ, Rache zu nehmen. Unter Blut und Tränen versprechen wir, dass wir ihn töten und unser Körper wiedererlangen werden. Wir werden es nicht länger hinnehmen. Obwohl wir Schwestern sind, hassen wir uns und werden uns immer hassen. Nichts wird das jemals ändern. Aber jetzt, da unsere Körper aneinander gebunden sind, können wir unsere Aufgabe nicht erfüllen. Die Stärkste wird ewig leben und die Schwächste wird sterben. Oh, die Schwestern haben eine große Narbe in der Mitte. Ja, ich sag ja, die haben sie zusammengenäht. Das ist gruselig. Vielleicht sind sie am Ende doch zwei Personen. Das Bett und der Boden kommen mir so bekannt vor. Ja, allerdings. Ist ziemlich schmutzig, bestimmt, weil sie mit ihr gespielt haben. Meine sind auch ein bisschen schmutzig. Ich vermisse mein Puppenhaus. Eine rosa Schleife, schöner Haarschmuck. Das ist eine blaue Schleife, ich mag sie sehr. Perlen einer kaputten Kette, ja, okay, gut.
Ja, soweit so gut. Wir haben einen Schlüssel auf jeden Fall. Dann gehen wir mal gucken, ob das jetzt der richtige Schlüssel ist. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Jawohl. Es hat geklappt, mein liebes Kätzchen. Geklappt. Komm schon, lass mich dich umarmen. Oh. Ist ja süß. Oh, der Freudentränen. Oh, wie süß. Oh, das fühlt sich so gut an. Ich bin frei, Fran, meine liebste Freundin. Du bist frei, mein Liebling. Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ja, gehen wir. So, gibt's hier noch irgendwas zu tun? Find Mr. Midnight. Füchschen, ja. Können wir nochmal mit ihr reden? Wir müssen nach Hause, Kätzchen. Ich hoffe, der Heimweg ist nicht weit weg. Ich hoffe auch, Fran. Wir schaffen das zusammen. Ich helfe dir. Gut, ich denke mal, hier gibt es nichts weiter zu entdecken. Vielleicht... Ach, guck mal. Da haben wir noch eine Puppe. Oh, eine Schlafpuppe. Würdest du mir etwas vorsingen? Ah, du willst nicht? Hm. Naja, schon okay. Ich kann selber singen. Finden wir hier noch irgendwas? Gucken wir auch noch mal kurz rein. Was ist das? Zwei Skelette. Ja, die Puppe, da können wir auch nichts mit anfangen hier. Heftig, echt heftig. Schauen wir mal hier vorne. So, dann gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Ich versuche das mal da, dass wir hier vielleicht hochkommen. Schauen wir mal hier vielleicht. Die Stufen enden an einer Wand. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Hey, hör auf, dich zu lecken. Hör auf!